Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich bin Lisa vom Kanal Ruby Red Books und heute sprechen wir nicht über Bücher, sondern über die Serien, die ich im letzten Quartal von 2022 geguckt habe. Das heißt Oktober, November, Dezember von 2022 und wir starten gleich, weil ich habe einiges geguckt. Zuallererst im Quartal habe ich quasi beendet The Big Bang Theory. Ich habe mich da wirklich jahrelang um die letzten zwei, drei Staffeln geschlagen und irgendwann wusste ich letztes Jahr im Sommer nicht so richtig genau, also nicht so richtig genau, war das ein komischer Satz, naja, nicht so richtig, was ich genau als nächstes gucken sollte und dachte dann, okay, ich fange einfach nochmal mit The Big Bang an und habe das dann quasi mehr oder weniger gemeinsam mit meinem Freund geguckt und wir haben es diesmal auch durchgezogen und haben bis zum Staffelende geschaut. In The Big Bang Theory, falls ihr es noch nicht kennen solltet, ich weiß gar nicht, ob die Erklärung unnötig ist, aber ich möchte alle abholen, geht es um vier Nerds. Zwei davon wohnen gemeinsam in einer WG und zwar Leonard und Sheldon. Sheldon ist Autist und Leonard hat einfach eigentlich keine Freunde, als er von der Uni kommt und zieht deswegen bei Sheldon ein. Und die beiden freunden sich einfach nach und nach an. Und das Leben gerade der beiden wird sehr durcheinander gewirbelt, als in der Nachbarwohnung Penny einzieht. Penny ist nach Hollywood gekommen, um quasi dort, also nach Los Angeles. Ja, Los Angeles. Glaube ich, ja. Um eigentlich Schauspielerin zu werden, arbeitet aber eben aktuell in der Cheesecake Factory, um sich da ein bisschen über Wasser zu halten. Und dann gibt es noch Rajesh Kutrapali, das ist ein Inder, der auch mit Sheldon und Leonard befreundet ist. Und Howard, das ist ebenfalls ein Nerd, der auch dort an der Uni arbeitet. Also die vier Nerds arbeiten gemeinsam an einer Uni. Aber die beiden neben, also vorerst Nebencharaktere eben Raj und Howard nehmen erstmal so eine Nebenrolle ein, kriegen aber im Laufe der Serie doch ein bisschen mehr Spielzeit, was ich super cool fand und ich mag die Clique einfach super gerne, auch als dann nach und nach noch mehr Charaktere dazu stoßen. Deswegen ist das auf jeden Fall eine Empfehlung für alle, die gerne was gucken wollen, bei dem sie lachen können. Dann habe ich geguckt A Love is Blind Staffel 3. Das ist, amerikanischer Hartz-IV-Fernsehen, würde ich mal sagen. Nein, also so Trash-TV einfach. Und zwar geht es darum, dass die Leute sich nicht sehen. Sie lernen sich kennen. Also es ist quasi ein Experiment. Sie lernen sich kennen, indem sie in so Kuppeln oder in so Zimmern sitzen und durch eine Membran zwar miteinander reden können, aber sich nicht sehen können. Und irgendwann entscheiden sie sich dann für einen Partner oder vielleicht auch nicht, weil sie keinen finden, aber es geht dann um die Paare, die dann eben einen Partner finden und da wird dann ein Antrag gemacht, dann haben die Paare, ich glaube, 3 Wochen Zeit, sich besser kennenzulernen oder 4 Wochen und also mit dann sehen, die leben dann auch zusammen und sehen sich da dann eben auch und dann treten sie gemeinsam vor den Altar und entweder sie heiraten dann oder sie heiraten nicht und das Coole finde ich, also es hat Netflix wirklich cool gemacht, ich weiß nicht, ob das im amerikanischen Fernsehen generell so ist. Im deutschen Fernsehen ist es ja leider sehr häufig nicht so. Es gibt zum einen ein Wiedersehen nach 6 Wochen und dann meistens auch nach einem Jahr. Und es ist halt super interessant zu sehen, was ist aus den Paaren nach einem Jahr geworden. Sind sie dann tatsächlich noch zusammen? Was ist mit denen passiert, die sich vielleicht nicht das Ja-Wort gegeben haben? Haben die sich getrennt? Sind sie vielleicht wieder zusammen? Haben sie einen neuen Partner? Und das mag ich einfach richtig gerne. Ich finde es richtig fancy, das mal zu erfahren und da mal mehr mitzubekommen, weil man so das Gefühl hat, man nimmt mehr dran teil, wie wenn dann, wie jetzt sage ich mal beim Bachelor bei RTL, dann nach 6 Wochen einmal noch so ein Comeback ist und dann, ja, sind sie noch zusammen, ja oder nein? Und dann war es das irgendwie und dann kriegt man sie noch so aus den Medien mit und dann ist es oft ja, finde ich, so eine Schlammschlacht. Und bei ja, Netflix, die machen das irgendwie ganz cool. Also ja, da passiert auch, gibt es natürlich auch Theater und so, aber irgendwie es ist halt cool, wenn die dabei mit der Kamera verfolgt werden und man sich das angucken kann und nicht irgendwie nur lesen muss. Aber klar, ich meine, es ist halt auch Trash-TV, ne? Sind wir mal ganz ehrlich. So, dann haben wir eine Doku quasi über die Verbrechen unserer Mutter. Das ist richtig heftig. Also es geht hier um eine Frau, deren Kinder verschwinden und es wird quasi aufgerollt, was mit den Kindern passiert ist, wo die Kinder sind und auch so generell die Lebensgeschichte dieser Mutter und es ist einfach fancy, also es ist einfach krass, es hat mich auch sehr bewegt und ich gucke ja gerne so Crime-Dokus und in die Richtung geht es natürlich auch.
Das heißt, wenn ihr zum Beispiel Making a Murderer mochtet, dann ist das vielleicht auch was für euch. Dann haben wir Killer Sally. Das ist, finde ich, ja auch wieder so ein Titel, der so ein bisschen für sich spricht. Killer Sally ist eine, auch eine Doku über eine Frau, die in den 80ern schon ins Bodybuilding eingestiegen ist und die dann einen Partner hat, der auch aus dem Bodybuilding kommt. Und ja, Sally ist inzwischen ist sie wieder auf freiem Fuß. Sie war lange Jahre im Gefängnis, weil ihr vorgeworfen wurde, dass sie ihren Freund totgeschlagen hat, glaube ich. Ja, aber auch sehr interessant. War interessant, diese beiden Sichten zu sehen. Also das quasi aus dem Freundeskreis von ihm und auch aus ihrer Sicht und aus der behördlichen Sicht. Also da wird immer relativ viel beleuchtet. Und das fand ich einfach sehr interessant. Ist auch mal was anderes. Man muss halt, also ist ja auch wieder so eine Crime-Doku. Muss man halt mögen. Muss man mögen, muss man sagen. Aber ich mochte das einfach gerne. Dann habe ich wieder so ein bisschen Trash-TV geguckt. Nach der schweren Kost habe ich ein bisschen was Lustiges gebracht. Und zwar habe ich dann in einem Rutsch durchgeguckt. Too Hard to Handle 1 bis 3. Too Hard to Handle, ich weiß ja nicht, ob wie viel Wahrheit da drin steckt, aber es wird behauptet, die Singles landen in einem Paradies, also in einer Villa, und sie sind alle sehr sexuell unterwegs und sollen dort quasi beigebracht bekommen, dass es auch eine tiefere Bindung zu den Zwischenmenschen gibt, eine tiefere zwischenmenschliche Verbindung gibt als nur das Körperliche, und kriegen dann quasi vorgesetzt, dass sie ein Preisgeld zu gewinnen haben. Dieses Preisgeld verringert sich aber, wenn sie gegen gewisse Regeln verstoßen, zum Beispiel einen anderen küssen und noch weitergehen, wobei die Küsse meistens schon sehr, sehr hart bestraft werden. Es ist irgendwie ganz cool, es ist witzig und das ist halt was man so leicht nebenbei lesen, schauen kann. Vor allen Dingen, wenn die sich dann halt so ein bisschen ankeifen, wer jetzt mit wem gerne zusammen sein würde, aber halt auch nicht oder wie auch immer. Genau, und da habe ich Staffel 1 bis 3 geguckt. Dann habe ich geguckt, Liebe lügt nicht. Da geht es um Paare, die quasi, also mehrere Pärchen, die werden getrennt voneinander. Die einen gehen in so eine Art kleines Resort, wo sie alleine, also nur die Pärchen, die eine Hälfte der Pärchen sind, und sie sehen dann quasi, was die Pärchen in der Villa machen. Und die Pärchen in der Villa kriegen entweder jemanden aus der Vergangenheit vor die Nase gesetzt, jemand, mit dem sie mal geflirtet haben, oder jemanden, der ihrem Typ entspricht. Und dann wird quasi die Liebe der Paare auf die Probe gestellt. Ist natürlich auch ziemlich trashig. Da habe ich auch Staffel 1 und 2 geguckt. War zum Teil sehr witzig. War auch interessant. Und halt einfach unterhaltend. Sind wir mal ganz ehrlich. Dann habe ich geguckt, 1 Million Little Things. Achso, genau. Alles bis dorthin habe ich auf Netflix geguckt. Und 1 Million Little Things habe ich auf Disney, glaube ich, geguckt, Disney Plus. Und da geht es darum, dass ein Mann, der zu einer Clique gehört, sich umbringt, also selbst, also Suizid begeht. Und dann wird irgendwie so die ganze Clique, die Freundschaft der Clique auf die Probe gestellt. Und es gibt 1 Million kleine Dinge, auf die es halt einfach ankommt. Das ist super schön. Also es ist sehr traurig, aber es ist auch sehr lustig und es ist einfach sehr berührend. Und was ich super cool fand, ist, dass die in der Serie tatsächlich einfach auch Corona sehr mit aufgegriffen haben, dass die Schauspieler dann auch wirklich mit Maske gedreht haben, was ich einfach schön fand, weil ich es erfrischend fand, weil ich es schön finde, dass es so aufgegriffen wird. Anscheinend wird es in Grey's Anatomy ja auch aufgegriffen, da bin ich aber noch nicht so weit. Ja, aber 1 Million Little Things, habe ich so das Gefühl, ist relativ unbekannt, aber eine wirklich schöne Serie, die man auch wirklich gut gucken kann. Man sollte ein bisschen dabei sein, weil es halt so ein paar Zusammenhänge gibt, die halt einfach, ja, registriert werden müssen. Aber es ist eine einfach sehr, sehr schöne Serie.
Doch, die mochte ich wirklich gerne. Habe ich irgendwie schon wieder vergessen. Zum Glück rede ich heute nochmal drüber. Und dann habe ich zum Schluss, nachdem ich dann Ende November, Anfang Dezember netterweise auch noch Corona gekriegt habe nochmal, habe ich dann Grey's Anatomy geguckt, weil ich so gar nicht wusste, was ich gucken soll. Und eigentlich wollte ich ganz lang gar kein Grey's Anatomy gucken, weil ich aber dachte, oh Gott, das mit diesem Blut und den was auch immer man da sieht, nee. Und dann habe ich Maren gefragt, Maren, was kannst du empfehlen? Und dann hat sie gesagt, guck doch einfach mal Grey's. Jetzt guck doch einfach mal nicht so, ach nee, ich trau mich nicht. Doch, probier's einfach mal. Ja, und aus dem Doch, probier's einfach mal ist inzwischen geworden, dass ich jetzt Stand Mitte Februar, ich glaube, bei Staffel 14 bin. Ich mag's wirklich gerne. Aber ich glaube, mich kann das Fieber nicht so packen, weil ich nicht so zwischen dem Cliffhanger und der neuen Staffel hänge, sondern ich kann das ja in einem Rutsch weggucken. Das ist mein Vorteil. Aber es ist wirklich schön, das muss man schon sagen. Und es ist auch besonders schön, dass es mal so eine Serie gibt, die wirklich viele Staffeln hat, wo man viel zu gucken hat, wo viel passiert. Und man jetzt trotz allem, also klar, wenn man das jetzt über die Jahre hinweg betrachtet, dann gibt es natürlich schon immer wieder so creepy Sachen, die einem vielleicht auch noch mehr auffallen. Aber wenn man das so in einem Rutsch guckt, ja, also weil ja dann doch einiges passiert, einige größere Dinge auch passieren. Aber gut, ich sehe halt immer, dass es ja über Jahre hinweg gedreht worden ist und deswegen stört es mich einfach nicht so. Genau, das waren die Sachen, die ich quasi von Oktober bis Dezember letztes Jahr geguckt habe. Eine Liste für das neue Quartal in 2023 habe ich auch schon. Und ihr könnt ja gerne mal eure Lieblingsserien oder eure Empfehlungen unten in die Kommentare schreiben. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen tollen Tag, Nachmittag oder Abend. Fühlt euch gedrückt und bis zum nächsten Video. Ciao, ihr Lieben!